Wir sind jetzt am Stand der dreijährigen Fachschule für Sozialberufe. Was muss ich mitbringen, um im Sozialbereich arbeiten zu können? Was sollte ich da für Interessen haben? Also man sollte sich für Menschen interessieren. Es ist bei uns egal, von jung bis alt, egal in welche Richtung du gehen möchtest, du kannst bei uns alles machen und du kannst nach der NMS zu uns kommen. Jetzt bist du jemand aus der Praxis, der das gerade macht. Wie schaut so ein Alltag aus bei euch? Also in der ersten Klasse hat man 4 Stunden Kochen. In der zweiten Klasse geht man dann 4 Stunden ins Familienpraktikum. Da hat man Kinder von einem halben Jahr bis 7 Jahre. Du kannst ganz viele Kinder haben, du kannst aber auch wenige Kinder haben. Da werden die Wünsche berücksichtigt. Und in der dritten Klasse hast du dann ein Sozialpraktikum. Da kann man wählen, wo man hingeht. Jetzt habe ich gesehen, ihr habt da ganz viele tolle praktische Sachen hier am Stand. Was kann ich denn hier alles ausprobieren? Also bei uns kann man Blut abnehmen, ein Herz sezieren oder ein Auge sezieren. Ja. Das sind dann Dinge, die man auch später im Alltag braucht? Also die meisten Sachen nicht, aber Blut abnehmen wird in den Pflegeberufen halt Wert draufgelegt, dass man das kann. Ist sicher spannend, das einmal auszuprobieren. Einfach vorbeischauen hier am Stand der dreijährigen Fachschule für Sozialberufe. Dankeschön.